Hallo und herzlich willkommen zum Biom 4. Immer freitags, immer hier ein Feierabendbier. Und diese Woche habe ich hier für euch das Engel Kellerpilz Naturtrüb. Ja, habe ich auch hier im Saarland gefunden, ist aber glaube ich gar nicht aus dem Saarland, aus Crailsheim, Baden-Württemberg müsste es sein. Gut, wie immer natürlich erstmal die Internetpräsenz. Da haben wir Farbe leuchtend helles Gelb, feine Opaleszenz. Geruch frisch hopfig mit feiner Zitrusnote. Geschmack schlank und abgerundet im Trunk. Kräftige pilztypische Bittere, feinherb mit frischer Kellernote ausklingend. Das ist eine Kellernote. Naja. Stammwürze 11,9%, Alkoholgehalt sind 4,9 Volumenprozent. Typ untergärig, unfiltriert. Malz, helles Malz, Pilsener Art aus zweizeitiger Sommergerste. Aha. Hopfen, eine Mischung aus Hallertauer Magnum, Klammer Bitterhopfen, aus dem Anbaugebiet Hallertau, was der Name schon hergibt, und Spalter Select oder Spalter Select, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, wie er richtig heißt, in Klammern Edelaromahopfen. Aus dem Anbaugebiet Spalt, also da wahrscheinlich auch Spalter Select. Gut, Verpackung, interessiert uns nicht, also quasi Gebinde. Auszeichnungen, DLG Goldmedaille, DLG Preis der Besten in Gold, Bundesehrenpreis in Gold und Brauring Qualitätssiegel in Gold. Ja, das ist doch schon mal eine Menge. Gut, kommen wir zur Flasche, also hier das Engelpilz Keller, also das Engel Kellerbier, Kellerpilz, meine Güte. Also, Braumanufaktur seit 1738. Als Emblem haben wir so einen kleinen Engel mit einem Bierkrug in der Hand. Ja, das ist doch schön. Der steht auf einem Fass, auch nicht schlecht. Auf dem Fass steht 1738. Unten haben wir dann wahrscheinlich die alte Engelbrauerei abgebildet. Steht da Sekt? Nee, Gefach Engelbrauerei, okay. Bierspezialitäten aus Crailsheim, Hohenlohe, Franken. Aha. Rückseite, oh, das sieht aber auch sehr ansprechend aus. Hier ist leider ein Makel drin, aber egal. Kellerpilz, überrascht durch eine feine Zitrusnote. Ausgezeichnet abgestimmtes Hopfenaroma verleiht diesem leuchtend gelben Bier einen finessenreichen Nachhall. Traumhafter Biergenuss, naturtrüb und unfiltriert. Für beste Qualität stehen wir als Inhaber mit unserem Namen. Also zwei Konterfeis quasi drunter, einmal Alexander Fach und Wilhelm Fach. Ich nehme mal an, Brüder oder Vater, Sohn, irgendwie so. Gut, dann haben wir hier noch Angabe Farbe, eine Skala von sagen wir, fast weißgelb bis schwarz. Und da sind wir so bei einem ja, eigentlich satten Gelb. Bittere, da haben wir hier na, vier, fünf von sechs Hopfendüllen. Geschmack, spritzig, frisch, kräftige Hopfenblume, Zitrusnoten, herb, leichte Fruchtaromen. Passt zu Nudelgerichten, Grillfisch und Frischkäse. Finde ich immer witzig, wenn die sowas mit angeben. Mehrfach ausgezeichnet, da haben sie die Preise, die ich eben vorgelesen habe, dann abgebildet. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Er ist ja unfiltriert, deswegen muss die Hefe noch in den Zutaten drin sein. Bier gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Was sagt uns das? Genau, wie ich schon so oft sagte, 500 Jahre deutsches Reinheitsgebot. Entschuldige, in Bayern natürlich bayerisches Reinheitsgebot. Das Ganze hat, wie schon gesagt, 4,9 Volumenprozent Alkohol. Prost, mein Engel, steht hier da unten drunter. Auch nicht schlecht. Bier, Manufaktur, Engel GmbH und Co. KG 74564 Crailsheim. Ja. Ja, die Crailsheim Merlins sind ja jetzt gerade aus der ersten Bundesliga abgestiegen. Nach einer doch sehr verkorksten Saison, oder sagen wir sehr, ja, lassen wir das. Ja, soweit sind wir durch. Bleibt uns auch noch aufmachen und nachgucken. Also schreiben wir Zitat. Machen wir es auf, gucken, was drin ist. Jawohl. So, ja, kein Flop, also kein Kronkorken, deswegen, naja. Okay, Mittelfinger vielleicht. Das wird jetzt aber. Na, es geht. Mit dem Zeigefinger geht's. Gut, also Plop geht. Dann rein mit dir ins Glas. So, da haben wir unser Engel Kellerpilz im Glas. Wie beschrieben, naturtrüb. Farbe, Abbildung passt da auch ungefähr hier. Wir haben ein schönes sattes Gelb, vielleicht dezent goldig. Boah, nee, doch überwiegend
ist es Lichthalter, würde ich sagen, überwiegend auf jeden Fall gelb. Vielleicht einen ganz leichten Anflug von goldig, aber nein. Bläschen steigen hier enorm viele auf. Schaum ist sehr feinporig und obendrauf wirkt das auch sehr locker leicht. Doch, sieht sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt, aber ich halte es mal für euch in die Kamera. Also keine Ahnung, ob die Kamera scharf gestellt hatte. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen konntet. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten lasse ich die Teile, glaube ich, weg, schneide ich einfach mal. Also gut, egal ob ihr was sehen konntet oder nicht, jedenfalls kommen wir jetzt zum Geruch. Es riecht eher zurückhaltend. Eher fruchtig, also das, was man riecht, ist eher nur fruchtig. Deutlich zitronig, geht fast in Richtung Grapefruit so ein bisschen wieder. Ja doch. So mit schwindendem Schaum kommt mehr Geruch durch, es wird fruchtiger, süßlich. Ja, aber viel mehr rieche ich jetzt eigentlich gar nicht raus, deswegen müssen wir es rausfinden, wie es schmeckt. Und ach, kommen wir zum Geschmack. Prost! Interessant. Okay, was haben wir? Wir haben ein, ja, schlanker Anton ist es nicht. Frisch, so ein bisschen vielleicht, aber eher so, ja, ein so fast vollmundigen Antrunk, also ein bisschen gehaltvollerer Antrunk. Es kommt ein bisschen, ja, weich fast auf die Zunge. Sagen wir ein weicher Antrunk. Ganz dezent, wenig prickelnd auf der Zunge. Recht weiches Mundgefühl. So wirklich geschmacklich, was man greifen kann, kommt so hauptsächlich im Abgang. Da baut sich zwar schon was auf, aber ich kann das Geschmack hier noch nicht einordnen. Erst im Abgang wird es dann so, ja, ein bisschen leicht bitter, dezent herb und vor allem sehr fruchtig. Also wir haben eine deutliche Zitrusnote auf jeden Fall drin. Das spielt aber auch, ich finde, es geht wie auch schon im Geruch so deutlich Richtung Grapefruit-mäßig. Sehr interessant, aber noch nicht so. Also, ich hatte ja schon diese IPA-Biere, so ein paar jedenfalls. Die waren mir immer zu krass bitter. Die waren zwar, dann hatten diese fruchtigen Noten, dieses Grapefruit-mäßige und so, aber die waren mir zu krass bitter. Und hier habt ihr das quasi in sehr, sehr Light-Version, möchte ich mal bald sagen, jetzt hier. Doch, ich glaube, das trifft's. Ja, das trifft's sehr gut. Das ist für mich eine Light-Version von einem IPA. Ist anscheinend noch ein Pilz. Okay. Finde ich sehr interessant. Ich muss aber auch sagen, ich würde es mir jetzt nicht nochmal kaufen. Das ist mal schön, es getrunken zu haben. Interessant. Hake ich für mich auf meiner Liste ab, so aus dem Motto. Habe ich mal getrunken, war nicht schlecht, aber mehr muss ich davon eigentlich nicht haben. Von daher, ich weiß nicht so recht, ob ich es euch empfehlen soll. Okay, sagen wir es so. Wenn ich es einfach auch so wie ich einfach mal durchtesten wollte oder so, viele Erfahrungen sammeln wollte in Sachen Pilzbiere, dann ist es natürlich ein Muss, dann müsst ihr es mal getrunken haben, finde ich. Für alle anderen, sagen wir mal, so Otto Normal, ist das eher nicht empfehlenswert. Das könnte dem einen oder anderen schon ein bisschen zu bitter sein. Die es interessiert, ob IPA-Biere was für sie wären, ohne dass sie gleich ein IPA trinken wollen, vielleicht, oder einfach mal wissen wollen, wovon ich hier rede, und sie sehen dieses Engel-Kellerpilz, dann nehmt es mit, probiert's. Wenn ihr diesen Geschmack, wenn ihr davon mehr haben wollt, wenn ihr dieses Bittere und dieses Fruchtige in, sagen wir mal, krasser haben wollt, dann seid ihr bei IPA, glaube ich, recht gut bedient. Aber sag mal, eine generelle Empfehlung würde ich hier fürs Bier nicht aussprechen. Also dafür haut es mich nicht von Hocker und ja. Gut, das soll es gewesen sein. Das war es B um 4 für diese Woche. Mein vorerst letztes Video hier aus dem Saarland, zumindest aus dieser Ferienwohnung. Mal gucken, was sich in Zukunft ergibt. Ich kann nichts versprechen. Ich werde versuchen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Jedenfalls so gut es geht. Das Ganze muss ja auch immer noch geschnitten werden und Drehmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ihr
Habt ihr hoffentlich Verständnis, wenn es jetzt in Zukunft vielleicht mal hier und da ein bisschen hapern könnte. Jedenfalls, das war's für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Däumchen drauf nicht vergessen, dann freue ich mich. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dann, bedanke mich nochmal fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.